Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde. Heute ist mein vierter Teil von Gin Stories. Heute kommen krasse Stories. Hier sind zum Beispiel zwei Marokkaner. Ich will nichts sagen, aber Marokkaner haben viele Gins am Start so. Und die sind auch vier Türken am Start, Freunde. Also, wenn hier jetzt keine Gins kommen und mit zuhören, weiß ich auch nicht, Freunde. Und zwar, ich stelle euch mal hier die Leute vor. Hier ist Koray, hier ist Gökhan und hier ist NS von Geeks. Und Amen hat auch seinen eigenen Kanal und Big Mod auch seinen eigenen Kanal. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab, Freunde. Und wer will sein erstes Wort erzählen? Dennis, Bruder, kannst du mal anfangen? Ja, Bruder, ich fange direkt an. Oder eigentlich gar keine richtige Zeit dafür, in Ramadan sowas zu erzählen, aber Bruder, bei mir, zwar hat das angefangen, wo wir ins neue Haus gezogen sind. Wir sind umgezogen und vorher war halt so normale Stadtwohnung. Und du weißt, wie das bei uns in der Religion ist. Man sagt so, auf den Bäumen und so leben die Dschinns. Und ich habe mein Zimmer halt so wo unser Garten halt ist und da sind halt viele Bäume etc. dies das. Und Bruder, ja, bei mir war das halt so, ich war eine Nacht im Zimmer, ich war am Schlafen, ich habe so mein Bett mäßig Richtung, entweder ich gucke Richtung Wand, wenn ich schlafe auf der einen Seite oder halt zu meinem Schrank. Und mein Schrank halt hat einen Spiegel. Und das war halt so, ich war am Schlafen, ganz normal. Und dann habe ich so ein bisschen Geräusche von draußen gehört, dies, das. Kennst ja. Und dann bin ich so leicht aufgewacht, dann dachte ich mir nichts dabei. Und dann lag ich halt weiter. Ich schlafe immer halt so Richtung Wand. Habe ich weitergelegen, dies, das. Und dann habe ich so ein Geräusch gehört, habe ich mich umgedreht. Und ich habe so gesehen, bei mir sind immer so die Rollos unten und Tür zu. Dann habe ich so eine Silhouette gesehen von so einem kleinen Mädchen in meinem Spiegel drin. So, Bruder, ich kann dir sogar das Geschlecht sagen. So Schockmoment hatte ich, Wallah. Bruder, die war einfach so, du weißt doch, wie so ein kleines Mädchen, einfach so ihr schattenmäßig. Und die war einfach im Spiegel, Bruder. Und du weißt, bei uns, wenn wir Jinn sehen, Bruder, direkt ganze Koran auswendig, alles, was du kannst, am Dua machen. Was hast du denn Bruder. für Dua gemacht, Bruder? Wie bitte? Was war das denn für ein Dua, was du gemacht hast? Bruder, von Ayatel Kürsi bis Kur'an Hatim, alles auf Freestyle, was ging. Ich glaube, ich habe schneller Dua gemacht, als Kollege gerappt hat. Bruder, ich schwöre, und dann, ich gucke so, die steht so im Spiegel, Bruder, und ich kann die Aktion gerade leider nicht nachmachen, weil ich in der einen Hand Handy habe. Bruder, ich dachte so, mein Gehirn verarscht mich mäßig. Bruder, auf einmal, Wallah, die klatscht einfach in ihre Hände, Bruder. Und ich höre dieses Klatschen in meinem Ohr so. Verdammt, Weißt oder? du? Bruder, danach war vorbei. Also die hat so mäßig schwarz, ich versuche das zu zeigen. Ich gucke die so an und die macht genau den hier, Bruder. Nur einmal so. Und du hörst dieses Geräusch, weißt du? Oder danach wieder Freestyle, Dua, sein Vater, Bruder, ihr kennt so, wenn Jins kommen, wir sind alle keine Männer mehr, Bruder. Ich habe direkt Mama gerufen. Auf Nein. diese Ich war noch Tür. nie ein Mann, wenn Jim kommt, Bruder. Bruder, ich schwöre, danach direkt Anne gerufen. Der hat direkt diese Duas, diese Okuma und so gemacht. Bruder, danach, ich habe nie wieder Dingens gemacht, Bruder. Nie wieder Tür zuschlafen, immer mit Abdest, Bruder, ab sofort. Und die meinen Wallah, Bruder, war ekelhaft. Seitdem habe ich auch nie das wieder Zimmer tief gewechselt, schlafen. Bruder. Ich schlafe nicht mehr da. Boah, Alter. Ich habe die Gänsehaut Krank bekommen. Story. Ich habe krasse Wallah, ich habe die Gänsehaut bekommen. Herzrasen auf meine Mutter, Wallah. Sagt er, ich hätte dieses Mädchen geklatscht aus Reflex. Das ist mir direkt geklatscht. Leute, ich bin hier alleine, ne? Also ich muss aufpassen, ich muss ein bisschen hinterher gucken. So. Auf jeden Bruder, Fall. ich bin draußen. Bei mir ist noch schlimmer gerade. Ich habe mies Angst, hinter mir ist so ein Wald. Nachher ziehen die mich noch zu sich oder so. Ja, kann sein. Also ich sag so, Bruder, Geschichte von 1 bis 10 gebe ich auf jeden Fall 9, Bruder. 9 von 10. Wallah. Bruder, hättest du erlebt, würdest du 21 geben. Wallah. Nee, das Ding ist. Bruder, ich schwöre. Aber ich weiß, was du meinst, Bruder. Wenn man das so Was hast erzählt, das kommt nicht so real. Aber du kannst dich, also jeder, der so mal einen Djinn gesehen hat, der wird das bestätigen. Du erinnerst dich nur noch so bruchteilsweise. Ja, ne? Wenn jemand wirklich eins zu eins flüssig was erzählen kann und jedes Detail sagen kann, dann kann ich dem nicht glauben, weil, Bruder, das kannst du. Du willst das auch vergessen, weißt du? Du willst das gar nicht realisieren im Kopf. Wenn du dich immer dran erinnerst, Bruder, das ist
Ciao. Ja, ja. Safe. Das stimmt. Okay, Bruder, danke schön für den Story. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir weiter zu Gökhan. Gökhan, Bruder. Bruder, ich fange auch mal an. Das ist eine Story, die ich persönlich selber nicht erlebt habe, sondern ein sehr, sehr guter Kollege von mir, der auch nicht Scheiße labert so. Auf jeden Fall, eines Abends, der war halt am Pennen. Und ihr müsst wissen, davor war halt Zocken, Automat, Tipico, alles Mögliche hat er gemacht an dem Tag. Und am Abend war der am Schlafen. Und nachts steht er einfach auf und der ist hellwach. Komplett hellwach, als ob der nie geschlafen hätte. Der guckt hoch auf der anderen Seite von seinem Bett, wo sein Fuß ist, steht einfach nur so eine schwarze Gestalt. Und die Gestalt dreht sich dann zu ihm und fängt an zu lächeln. Ich weiß nicht, ob der laut gelacht hat oder nicht, aber die hat auch auf jeden Fall angefangen zu lächeln. Der meint halt, das war was Schwarzes, sah aus wie eine Person, aber halt mit voll vielen Falten im Gesicht. Ich zitter schon jetzt, wenn ich das erzähle. Ja. Und danach hat er den halt angelacht und dabei hat er mit den Händen versucht, an der Wand zu graben. Daraufhin ist mein Kollege natürlich unter Bett und hat auch alle Duas, der kann, gesagt, dies, das. Und nach ein paar Minuten hat er dann die Decke runtergemacht und hat geguckt, die Person war weg. Später im Nachhinein hat er nochmal im Internet gegoogelt, was das zu bedeuten hat, vielleicht dieses Graben. Und das bedeutet wohl, dass sie sozusagen ein Haus da bauen. Da, wo die graben. Was machen die? Die bauen da ein Haus. Wo? Da bei denen? Ja, wo die graben halt mäßig. Heißt wohl mäßig so, die graben sich so ein Haus. Will, ich hätte Flucht gemacht. Ich wäre nie wieder in diese Stadt zurückgekommen, Bruder. Aber Bruder, zum Glück hat er nie wieder was davon gehört, ja. Und nichts gesehen. Seit dir. War wohl einmal und das hat ihm auch gereicht. Krank. Wallah, krank. Ja. Diese Graben und Ausbauen, Bruder, das hat jetzt Gänsehaut gemacht. Aber als ich zum ersten Mal gehört habe, nicht mehr normal, ja. Ja, wenn ich Schippe jetzt höre, ich mache Schlägerei mit Luft. Bruder, danke schon für deine Story auf jeden Fall. Jetzt gehen wir weiter zu mir. Also ich fange jetzt mal mit meiner Story. Also meine Story ist auch nicht von mir, sondern von meinem Hodja aus Türkei. Weil wir kommen aus dem Dorf und da sind halt wirklich, wir können weiß auch, wie unser Dorf so eventuell so ein bisschen ist. Bei uns wird halt viel, wir haben Hühe auf Deutsch, Hühe. Also diese Fluch setzen halt. Also bei uns im Dorf wird viel Fluch gesetzt. Wisst ihr, was ich meine? Es wird viel Ziel und so. Schwarze Magie. Mit Burns halt im Dorf sehr viel gemacht, so drum und dran. Und eines Tages, wir sitzen so am Kaffee, bei uns im Dorf gibt es halt zwei Kaffees. Ein Kaffee gehört halt mein Onkel und andere gehört halt in einen anderen Typen, so einen Bekannten von uns. Ne? Und wir waren halt dort am Sitzen und so, dann kam Hodja. Hab ja ein bisschen gesessen, ein bisschen geredet und so. Er meint eines Tages so, ey, habt ihr Bock, ein bisschen über Jeans zu reden? So. Ein Hodja meint das zu uns. Wir haben gesagt, ja, warum nicht gerne so. Und wir waren so 6-7 Leute gewesen, der war halt auch, also insgesamt waren wir 8 Leute. Er hat angefangen, über Gins zu reden, er meinte so, er sieht viele Gins, weißt du, zum Beispiel, bei uns gibt es ein Moschee, also gibt es im Dorf 2 Moscheen, sagen wir mal, und wenn man Abdes nehmen will, muss man rausgehen und, wie nennt man das, wo viel Wasser auf dem Boden ist, soll halt viel Gins geben, hat man, also sagt man ja. Ja, normal. Ja, und der meint eines Tages, er wollte halt Abdes nehmen und wo der Abdes genommen hat, hat der hinter dieser Säule hat er die ganze Zeit so Schritte gehört. Aber er dachte, wer soll um 23 oder 22 Uhr, wer soll da hinten sein, weißt du? Wer soll da hinter Dings sein, hinter dieser Säule sein? Und oder 21 Uhr, keine Ahnung, was er da geredet, aber vorher halt Nachtsgebet, sag ich mal, ne? Hat er halt für Nachtsgebet halt Abdes geholt und der wollte aufstehen und gehen, hat er gemeint, okay, scheiß drauf, ich nehme ab, das gehe rein und bete einfach.
Und dann hat er das getan. Zweiter Tag, dritter Tag, jedes Mal dasselbe, immer Schritte gehört. Und eines Tages wollte er halt so rüberschauen und hat gar nichts gesehen, aber hat immer so Schritte hinter sich gehört, immer Schritte gehört. Und dann wollte er eines Tages so nach Hause gehen und hat auf der linken Seite hat einfach Hochzeit gesehen. Also das hat er uns erzählt, hat Hochzeit gesehen, wie Jins Hochzeit gemacht haben dort. Auf einem Berg, so man hat das wirklich gesehen, also da war ein Braut, wisst ihr was ich meine, ein Braut, wo halt heiraten sollte, weißt du, wisst ihr was ich meine? Und, ja. Und das hat bei uns im Dorf passiert und das war, wo ich das gehört habe, war schon krass, Bruder. Und er meint dann auch, ihr braucht keine Angst zu haben, das seht ihr vielleicht einmal in 100 Jahren so. Und seitdem, Bruder, ich kann da nicht mehr vorbeigehen. Wallah, ich kann da nicht mehr vorbeigehen. Und ich habe halt Angst. Bist du krank? Ich wäre nie wieder in diese Stadt gegangen, Bruder, nicht nur vorbeigehen. Was ist das für ein Typ, Alter? Der sagt doch, ihr braucht keine Angst haben. Bruder, Mann, du kriegst Einladungen nach Hause und die rufen dich dahin, Alter. Aber jeder hat so in diesem Moment so Geschichten erzählt, Bruder. Wo der das erzählt hat, sag ich dir ehrlich, ich traue mich nicht mehr da vorbeizugehen. Ich bin mit meinem Opa dieses Jahr dort natürlich, noch vorbeigegangen. Bruder. Ich bin da noch vorbeigelaufen, weil ich gesagt habe, ey Opa, lass ein bisschen im Dorf um 23 Uhr rumgehen. Er merkt so ein bisschen, was passiert ist, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Wallah, krank, Bruder. Hätte ich ja irgendwas gesehen, Bruder. Ich glaube, Wallah, ich wäre nicht mehr am Leben, sag ich dir so, wie es ist. Bruder, normal, Alter. Hochzeit ist schon was Krasses, Digga. Wallah, ja. Oder die Sache ist, einen zu sehen, ist schon krass. Ja, ich habe mich schon bei einem so, war ich schon größte Angsthase der Welt, der sieht direkt ganze Hochzeit. Oh, stell dir vor, die haben so riesige Hochzeit wie wir Kanaken. Das sind so 1000 Jibins. Und das Ding ist, man sagt auch, man sieht Jins nur nachts, die sind nachts aktiver. Ja, weil deren Nacht der Tag ist, der Tag die Nacht ist. Also das war meine Geschichte. Bei denen ist komplett umgekehrt. Ja, das war meine Geschichte, Freunde. Jetzt gehen wir weiter zu Amen. So, meine Geschichte. Der Marokkaner. Zum Glück bin ich einfach. Ich bin jetzt nicht gerade zum Beispiel bei einem Kollegen. Und die Geschichte ist einfach sogar hier passiert. Ich zeige euch das mal kurz. Es war letztes Jahr ungefähr. Und es ist dort an der Haltestelle passiert. Okay? Okay. Ich hatte Training. Es war Winterzeit. Letztes Jahr. Ich hatte Training und ich bin dann vom Training nach Hause gefahren. Es war ca. 21 Uhr. War schon stockdunkel. Straßen waren leer schon. Und ich warte an der Haltestelle. Bus hatte Verspätung. Und ich warte eine halbe Stunde circa. Auf einmal kam ein Mann zu mir. Mann, er hatte eine Kapuze drauf. Okay? So, die Kapuze ging bis hierhin. Man hat nur seinen Mund, seinen Nasenbereich gesehen. Auf jeden Fall, ich stehe dort an der Haltestelle. Und er kommt zu mir und sagt mir, du musst dir vorstellen, in der Kabine, wo wir geduscht haben, haben wir noch so richtig Witze gemacht über Gins und sowas und bla bla bla, weiß doch, Jugendliche halt. Und er kommt zu mir, ich dachte, er fragt nach Feuer oder er fragt mich nach Geld, keine Ahnung, war so ein bisschen schlecht bekleidet. Er kommt zu mir, er sagt zu mir, habt ihr gerade über uns geredet? Ich sag so, wie? Ich kenne sie nicht. Er sagt so, habt ihr gerade du und deine Jungs über uns geredet? Ich sage, was meinst du denn? Wie über dich auf geredet? Deutsch? Über euch geredet? Ja, auf Deutsch. Habt ihr gerade über uns geredet? Ich sage so, ich kenne sie nicht. Was wollen sie von mir? Lassen sie mich in Ruhe. Ich stehe an der Haltestelle, ich gehe ein bisschen weiter, ich gehe so weg von ihnen. Er sagt so, dann werden wir mal sehen. So von Weitem höre ich das so. Der Bus kam dann später irgendwann. Der Mann ist auch eingestiegen in den Bus. Ich bin direkt beim Fahrer, ich bin ganz vorne eingestiegen, ich bin beim Fahrer geblieben. Ich hatte so flattern. Ich fahre nach Hause, ich steige aus, er steigt auch aus. Ich springe über Zaun, ich renne. Ich hatte richtig flattern, ich sage euch ehrlich. Ich renne. Und dann habe ich erst realisiert, über was er meint. Er klettert auch über den Zaun und ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein bisschen dunkler. So ein bisschen Wald, ein bisschen so ganz schlecht beleuchtet auf dem Weg nach Hause von der Haltestelle. Und ich sehe nur die ganze Zeit, wie er hinter mir schnell läuft. Und ich bin gerannt dann irgendwann. An der Haustür. Ich mache die Tür zu. Ich hatte erstmal so ein richtiges, schwieriges Atmen hatte ich. So vom Rennen und Training und etc. Und diese Angst. Und ich gucke dann auch, auf jeden Fall, jetzt kommt das Krasse. Ich gehe hoch in mein Zimmer. Und die müsst ihr vorstellen, er hat mich bis zur Haustür, sag ich mal, begleitet.
gehe hoch in mein Zimmer, ich habe so ein Schrägdach. Ich habe so ein Schrägdach, so wie hier circa. Und ich habe mich hingelegt, ich wollte schlafen gehen, direkt. Bin da in dem Abend sogar noch direkt beten gegangen, zwei Rakat dazu. Und abends höre ich dann auf einmal, wie Raben, schwarze Raben, ich hatte keine Gardinen, so Vorhänge hatte ich nicht da drauf, wie schwarze Raben auf meinem Fenster, und das ist unüblich bei so einer Jahreszeit. 3-4 Stück waren, 3 Raben höre ich nur, wie die Krähen und auf mein Fenster klopfen die ganze Zeit. Und die das bleiben die ganze Zeit. Ja, Bruder. Und die bleiben dort die ganze Zeit und klopfen an dieses Fenster und mit deren Krallen da kratzen die. Bin ich runtergegangen, habe das meinen Eltern erzählt, ist mein Vater hochgekommen, dann Koran rezitiert etc., lalala, weißt du noch, die ganze Prozedur. Ja, und dann, das war so meine Story dahinter. Ich weiß nicht, ich konnte mir das nicht erklären auf jeden Fall. Oh. Ich sag euch ehrlich, ich mache mit euch nie wieder dieses Video. Mann, ich gucke auch die ganze Zeit drüber, ob da irgendwas ist. Ich habe richtig Angst gerade, Freunde. Bruder, aber das ist schon heftig, Mann. Stell mal vor, du realisierst das gar nicht. Der sagt jetzt, man hat über uns gesprochen, Bruder. Auf einmal kommt hier jemand. Keiner ist auf den Straßen mit Kapuze. Sagt, redest du über uns? Ihr habt über uns geredet, habt über uns gelacht. So, ich denke, was labert der? Was will der von mir? Und dann habe ich das erst realisiert. Heftig, ja, Wallah. Ich kann euch ganz genau noch zeigen, wo das war. Seht ihr das? Da, wo mein Finger zeigt, da stand ich. Er ist von da hinten gekommen, von diesem Tunnel. Da ist so ein Tunnel. Er ist hier hingelaufen zu mir, hat da mit mir geredet. Die ganze Zeit. Dann bin ich hier hingelaufen, ne? Und hab dann dort gewartet, auf dem Bus. Und er stand dann da. Er ist dann von hinten eingestiegen, nach hinten in den Bus rein. Ich bin vorne eingestiegen. Ich bin niemals eingestiegen, glaube ich. Was denkt ihr, was der Typ ist? Also war das einer von den Typen oder was denkt ihr? Er hat der Bus erkannt, ne? Er ist von hinten eingestiegen. Keine Ahnung. Das ist eine Frage, Bruder, ja. Das ist getötet, Alter. Ich war ganz voll ernst, Alter. Also, Amen, ich sag dir ehrlich, du hast mir ein bisschen Angst gemacht, Bruder. Ich gehe, glaube ich, nicht mehr raus. Okay, Bruder, danke, dass du deine Story erzählt hast. Wir machen jetzt weiter mit Kurey. Mit wem? Mit dir. Sag meinen Namen nochmal. Kurey. Ach, okay. Bruder, ich bin 15, 16 gewesen. Ich glaube, so um den Dreh war das schon länger her. Bei uns im Dorf. Bruder, wir hatten so ein kleines Erdbeben im Dorf, da wo ich dann da war. Und wir sind dann zu meinen Tanten gegangen. Also das war so Cousin zweit gratis, die Mutter, weißt du. Wir sind dann dahin bei denen dann die Nacht übernachten gegangen. Weil das Haus, wo wir waren, war von meiner Oma. Und das war so aus Erde, diese alten Dorfhäuser. Ihr kennt die bestimmt so von ganz früher. Die weiß ich nicht, wie viele hundert Jahre alt sind. Auf jeden Fall, weil das dann nicht so safe war, sind wir dann dahin rübergegangen. Bruder, wir haben mit meinem Cousins Dings gespielt. Kennt ihr das Spiel noch, wenn du sowas versteckst und dann sagst du so, das ist warm, kalt, bist du nah dran, so dies, das. Ja. Kennt ihr das? Ja. Wenn du so weit weg von dem Ding bist, dann sagst du mal so kalt, 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 oha, ich friere. Wenn du dann nah bist, sagst du, boah, warm, voll heiß, so dies, das. Ja. Mein Cousin, der hat so einen Gürtel versteckt und ich und mein anderer Cousin, wir wollten das dann halt so finden, wir suchen das die ganze Zeit. Bruder, wir gehen dahin. Der sagt ganze Zeit warm, 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 warm. Wir sind in so einer Kiste. Bruder, das ist einfach nicht da drin. Der sagt, ihr seid ja so blöd, Alter. Ihr seid da voll da dran und so. Ihr findet das nicht, dies, das. Wir sagen, ihr bist behindert, da ist echt nichts so. Dann geht er dahin, meint er, Olum, wo ist das hin? Wo ist das hin? Verarsch uns nicht, dies, das. Bruder, wir haben ganze Zeit diskutiert. Ja, der labert Scheiß. Bruder, der hat angefangen zu weinen, mein Cousin. Meinte, ich schwöre auf alles, ich habe das dahin getan, ich schwöre auf alles, wir haben das dahin getan. Da habe ich meine Tante gerufen, Tante, hast du das genommen und so, hier war so ein Gürtel, das hat mein Cousin versteckt, dies, das. Sagt die so, nein, warum? Ja, das ist nicht mehr da, wir haben das dahin getan. Wann? Ja, vor 20 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, so um den Dreh. Sagt die, so hat die uns angeguckt, hat die so okay gesagt, so hat die so einfach genickt und ist einfach weggegangen. So. Wir checken so nicht, wir denken so, okay, die hat das mitgenommen. Bruder, ich schwöre, weißt du, was die mir erzählt hat? Das Haus, wo wir da, wo die gewohnt hat, das wurde vorher abgerissen und neu gebaut. Und da ist jemand gestorben. Oh.
weißt du? Da ist so eine Frau gestorben da drin. Und die lebt wohl immer noch an dem gleichen Platz, also in dem gleichen Haus. Die Frau, meine Tante, die hat sich daran so gewöhnt, die leben einfach mit der Toten jetzt. So, die tut zum Beispiel noch einen Teller mit dazu beim Essen. Oh! Die tut einfach einen Teller mit dazu am Tisch, der isst das einfach. Am nächsten Tag findest du nichts mehr so, da auf dem Teller. Die hat sich daran so gewöhnt, die hat keine Angst mehr. Und so. Die meint so, ihr braucht keine Angst zu haben. Und so. Ich schwöre, ich war da am Pennen, es geht einfach so zwischendurch die Tür auf, es knirscht so an der Tür die ganze Zeit und dann geht die von alleine wieder so ganz langsam zu. Ich denke, das ist immer der Wind. Aber dabei erzählt die mir, dass irgend so ein Geist ist, der ganze Zeit im Haus mitlebt. Und das war so krass. Alter. Ach du Scheiße, Bruder. Ich hatte das ist für die voll normal. Ich schwöre, das ist so für die voll normal, ne? Wie die das erzählt. Das ist krank. Bruder, ich schwöre, ich kann das bestätigen, weil genau das ist bei meinem Opas Haus in Marokko genauso. Genau. Was in Marokko, Bruder? Ich habe einen Freund hier aus Deutschland. Ich erzähle euch gleich diese Geschichte. Das ist krank. Boah. Bruder, ich kann das nicht glauben. Das ist krank. Ey. Aber weißt du, wo dieser Gürtel war? Die Toilette bei uns im Haus, ne? Ist einfach draußen. Und das lag einfach neben der Toilette. Boah, Marok. Ich schwöre es. Was will die mit Gürtel, oder? Hä? Was will die mit Gürtel? Oder vielleicht hat die den gebraucht, keine Ahnung. Ja, ich will Witze, Bruder, Walla, ich will Witze machen, aber ich habe Angst, nachher sind die heute frei. Die ficken mich gleich dann, Bruder, Walla. Ja, ich bin einfach draußen, ich habe Angst, nach Hause zu gehen. Oder nicht, ja. Mama, wir drehen gerade das Video an, als wird nichts passieren. Die machen die auch mit, gucken uns gerade zu. Bruder, ich muss gleich durch seinen dunklen, schwarzen Weg nach Hause. Ja, die machen Bäume und so. Ey, Walla. Weil ich glaube, die machen gleich auch das Zoom-Meeting, aber die machen andere Thema. Wir haben Menschen gesehen. Wie haben wir die Menschen erschrocken? Wir haben mit denen gegessen. Korai, Bruder, ich küsse deine Sache. Sorry, erzähl das jetzt. Geh mal weiter zu der letzten Person, Big Mo. Bruder, meine Geschichte ist nicht so lang, weil ich erzähle euch ganz kurz, Bruder. Ich habe einen Freund, der wohnt 10 Minuten von mir, Bruder, der ist krank, also so. Ich bin ja schon krank, aber der ist in seinem Kopf durch, ne? Also der ist, ja, das war auch sein Kopfkissen, wo ich reingekackt habe, ne? Damals, Bruder. Ich gehe zu dir nach Hause, weil ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Früher hatte noch keinen Führerschein, und sagt, ey, komm bei mir schlafen. Bruder, ich war bei dir am Schlafen, der Junge schläft aufs Bett, ich schlafe auf Boden, hat mir so ein Kissen und eine Decke gegeben. Und dann sagt sie zu mir, ah ja, bevor du einschläfst, Bruder, erschreck dich nicht. Mun'im ist auch hier. Ich sage, Bruder, wer ist Mun'im? Das ist so ein... Wallah, der sagt, Mun'im ist auch hier. Guck, Bruder. Ich sage, halt small, Junge, wer ist Mun'im? Der sagt, Bruder, der ist korrekt, erschreck dich nicht. Ich denke, der verarscht mich, Bruder. Ich bin am Schlafen. Einer zieht mir meine Decke weg. Wallah, ich stehe auf, ich sag so, Emil, noch einmal, Bruder, ich raste jetzt hier aus, Alter, ne? Der sagt, Wallah, ich bin das nicht, das ist Mun'im. Ich sag so, halt du dein Mun'im auch, Alter, ne? Bruder, ich denke, der verarscht mich. Ich bin wieder am Schlafen, hört ihr mich? Ja. Ich bin wieder am Schlafen, jemand zieht mir wieder meine Decke weg, Bruder. Ich raste wieder aus. Auf einmal sagst du mir, Wallah, das ist Mun'im. Ich sag so, halt small, das ist nicht Mun'im. Bruder, die hängen mit denen zu Hause einfach ab, Bruder. Auf einmal, ich mach meine Augen zu, ich mach einen auf, als ob ich schlafe. Bei Allah, jemand zieht mir meine Decke weg, da ist aber keiner, Bruder. Ich bin mit Boxershort bin ich rausgelaufen. Wallah, ich hab in Bahnhof gewartet. Wallah, ich bin ja dick, ne? Bruder, ich war so mit Boxershort, Oberkörper frei. Wallah, Bruder, ich bin nach Hause gefahren, so. Das ist meine Geschichte und ich bin nie wieder zu nach Hause gegangen, Bruder. Boah, das ist echt, Wallah, Jungs, ich sag euch eine Sache. Wie heißt der? Mun'im. Bruder, der hat doch einfach Bruder, mach keine Witze, nachher kommt er jetzt noch zu mir, Alter, Wallah. Dann wird die noch eine Rechnung offen. Schönen Grüße an Mun'im, Bruder. Der soll mal zu mir kommen, ja. Na, aber Mun'im soll auch mal mit uns so mitmachen, Bruder.
Bruder, bitte, Seko, Wallah, bitte, mach keine Mucke über den, Bruder. Bittere Herzen, Freunde. Also, Leute, an alle, die zuschauen, Freunde, wenn ihr uns natürlich gefeiert habt, checkt Jungs auf jeden Fall, Geeks auf jeden Fall auf YouTube und Amen auf YouTube und Big Maul auch auf YouTube, Freunde. Und wollt ihr noch was sagen, Freunde? Ich Peace grüße out. Auf jeden Danke. Fall den Mann, der da stand. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder und ja. Grüße raus, gehen an Munein. Munein. Hey, Bruder, ja. Vielleicht ist das Mädchen, was ich damals gesehen habe, das kleine Kind jetzt Teenager. Ich wünsche ihr das Beste im Leben. Hey, ciao. Ciao. Also, Jungs.